2 Punkte. Reicht das dafür, um zu wissen, dass er vermutlich da bleiben muss? Nee. Okay. Es geht ja vor allem nicht aufs Bleiben. Sehe ich Serpentilio noch? Weil wir sind ja quasi gerade erst losgerannt. Der ist nicht so schnell und wird Mandarion erstmal beim Arm gepackt haben. Es ist möglich, dass die beiden sogar noch draußen sind. Ja, genau. Vor allem, also wahrscheinlich, pass auf, die stehen gerade vor der Tür, richtig. Und Mandarion weigert sich gerade mit großem Kopfschütteln auch nur einen einzigen Schritt in diesen Tempel zu machen, denn er hat die Selbstbeherrschung nicht geschafft. Ja. Okay, dann läuft Sulamin einfach ein paar Schritte auf euch zu, sodass Serpentilio sie schlecht ignorieren kann. Schauen wir mal, wieso. Ja, der macht erst den Mund auf, merkt dann, ach ja, und macht ihn dann wieder zu und erhebt einfach nur die Hand. Sulamin gestikuliert Dämon, Luft, Schlange und deutet in die Richtung. Die Luftschlange? Sorry. Und naja, dir ist, glaube ich, klar, dass sie sagt, dein Problem. So, dann Initiative von euch allen. Und ich beginne mit einem Angriff in euren Rücken, Hinterhalt, der vier Piraten, die ihre Ballestrinas gezogen haben, und auf euch in der Stillebubble schießen. Ja, 16 Schritt, 14 auf Diamantis. So, 18. Dann ziehe ich mir mal einen Piraten mit Steuerung C, Steuerung V. Was habe ich für die Initiative? 21. Das dürfte eine plus 12 jeweils sein. Bam 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 bam. Ich habe hier nur das Wurfbeil drin auf der 23. Die haben aber Ballestrinas. 1, 2, 3, 4. 4 Leute. 4 Schüsse. Ich gebe 2 auf Diamantis ab. 1 auf Rafim und 1 auf Abelmir. Schauen wir mal, wie. Oh, doppelt 20 bei Diamantis. Die beiden scheinen wohl zu klemmen. Die Bolzen bleiben stecken. Und nur Abel. Oh, nur Rafim wird getroffen. An Abelmirs Kopf fliegt ein Bolzen vorbei, der dich zurück in die Realität holt. Und Rafim bekommt sagenhafte 1W6 plus. Wie viel sind das? Das würde ich auf egal. Die Distanz. Ja, sind hat eine 1 gewürfelt. Ich habe keinen Rüstung mehr, ne? Mit ja, Bolzen, glaube ich, und Kugeln irgendwie. Aber ich du hast 6. Deine Rüstung ist doch irgendwie höher als 3. Achso, ja. Ja, der hat eine 1 okay. gewürfelt. Achso, die Art von 1 gewürfelt. Auf die Distanz, ja, das war schon sein 1W6 für die Ballestrina. Hat dann 1 plus irgendeinen Schadensbonus. Das, also du merkst halt einen Stich in deiner Rüstung und dass wohl irgendwas jetzt drin steckt. Und dann gehen wir in die erste Kampfrunde. So, Mira 11. Okay, Mira hat so... Mira hat zumindest gesehen, dass die auf mich geschossen haben, oder? Ja, doch, ist okay. Ja, dann rennt die jetzt dahin und will die Viecher fressen. Böse Viecher. Was auch immer die Viecher da sind. Warte mal, wie weit kann der Bär laufen? Geschwindigkeit mal 3. Geschwindigkeit dürfte, weiß ich nicht, beim Bär. Ich habe jetzt bin von 9 aus. Oder ist 9 schon zu viel? 6 oder so, wenn der jetzt eine Endurium-Rüstung anhat. 8. Warte, mit Rüstung 7. Finde ich gut. 7 mal 3 sind 21. Ja, warte, ne, da muss der Bär zurück. So, Serpentilio 13, du hörst den Schuss. Und siehst wie. Wait, ich höre den? Ich kann ihn nicht hören, wir sind alle in der Stille. Ja, aber Stille 10 Meter um Abelmir. Ja, genau. Oh, sorry, ja, ich Idiot habe mit 20 jedes Mal gemessen. Ja, mit 20 gesagt, aber es war dann. Überspring mich, Sekunde, ich muss eben MWDZ ja, blättern, ja? 1, 19. Ach, die haben wir das. Ja, erst einmal blicken wir in die falsche Richtung und ich sehe nur, wie Bolzen an uns vorbeifliegen, keine Geräusche erzeugen und einer an Rafim abprallt. So, nehme ich eine Aktion, um mich umzudrehen, um mich zu orientieren. Warte mal, die 17, die ich gewürfelt habe, ne? Abelmir stand ja mit dem Rücken zu denen. Ich gebe dem nicht eine 8, aber eine 5. Dann würfel für Abelmir tatsächlich auch mal den Schaden. Gilt nicht für Fernkampf. Eine 5er Erleichterung? Gilt nicht für Fernkampf. Ja, okay, passt. Gut. Ihr dürft, glaube ich, noch nicht ausweichen. Hat sowieso nur 1 oder sowas gewürfelt. Diamantis 19. Ja, ich orientiere mich. Dann bin ich auf die 24. Kannst dich umdrehen. Du gehst auf die 24? Richtig. Dann sind die Piraten dran. Die haben eben geschossen. Die wissen, dass... die haben eine zweite Ballestrina in der Hüfte, weil sie eben cool Piraten sind. Die würden schnell ziehen und nochmal schießen. Auf wen? Nochmal auf Diamantis, auf Rafim und auf Abelmir. Okay, dann kann ich zumindest in. Ihr dürft vorziehen, ja, genau. Doch klar. Also, Grundini wäre jetzt nochmal wissenswert, aber passt schon.
Okay, ist dieses ganze Ding hier eine Fensterfront oder stehen die einfach an ein, zwei Fenstern? Wie kann ich mir das vorstellen? Warte mal, ich guck gerade. Also hier müsste ein Fenster sein und hier müsste ein Fenster sein. Okay, aber theoretisch, also mein logisches Verständnis ist, wenn ich mich jetzt hier hinstelle oder irgendwie da... Warte mal kurz, Moment. Wir haben das auch mit... Du hast das nochmal hier gebaut, ne? Genau, ich ziehe das jetzt einfach mal drüber. Spieler sichtbar, da, Steuerung. Das passt jetzt nicht ganz, aber... So, sind die im Moment. Ah, perfekt. Und die anderen stehen hier und die schießen jetzt aus den Fenstern raus. Hier ist die Tür. Hier an dem Fenster standen sie eben irgendwie. Okay, dann möchte ich. Da ist auch ein Fenster. Genau, ich möchte erstmal rennen und hier hinter Entdeckung gehen, weil ich mich ja noch mal mit der Ballistrina beschießen lassen will. Ich bin ja doof. Meine Raphim zu sehen und sich zu denken, boah geil, da schieße ich nochmal drauf, fordert auch schon Eier. Also ich habe schon drei Ballestrinas letztes Mal ins Gesicht gekriegt. Aber mir, was hast du für eine Grundini? 16. 16. 15, Entschuldigung. Dann bin ich vor dir dran, weil meine Grundini höher ist und dann schieße ich zweimal auf... Ich bin nach vor dir dran, oder? Nee, sind beide auf der 21 und meine Grundini ist höher. Okay. Dann schieße ich zweimal auf Abelmir und zweimal auf Diamantis. Ja, ich nehme den, denn wenn ich irgendwie vorziehen sollte ich nicht, denn meine kommt ja erst 8 Phasen nach der eigentlichen, denn ich habe ja schon eine Aktion. So, also wäre es eigenartig. 16 würde treffen. Das ist der Schaden auf Diamant. Du musst mir mal sagen, wie viele Meter das sind. Ich gebe dir einfach mal die. Das 14 sind Meter. 14, das ist die vierte Kategorie. Also plus 4. Plus 4? Hier plus 4 sind 8. Plus 0. Schaden plus 0. Achso. Erschwernis plus 4. Ja, damit ist es trotzdem geschafft. Ist das eine Bolzenballestrina? Ja, genau. Okay, dann sind das 10 Schaden. 10 Schaden für dich. Linke Bein. Und Abelmir wird zweimal getroffen. Darf ich vorher in Auslösung eines Artefakts in Freiaktion oder eine Aktion? Ist eine Aktion. Richtig. Okay. Schade. So, das ist einmal ungefähr die gleiche Entfernung, aber ich bin... macht das noch einen Unterschied, wenn ich auf 16 Meter schieße? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch. Das ist dann plus 12, nicht mehr plus 8. Nein, ist es nicht. Bei der Bolzenballestrina ist er erst ab 17. Ach, die hat mehr Range. Ja, yeah. Die haben aber mit der 10 und mit der 5 haben die beide getroffen. Es ging nur um den Schadensbonus. Einmal 2 plus 6 und einmal 5 plus 6. Aua. 8 und 11, wohin? Oder ich soll ich vorwählen, oder du? Würfel du. Ich hab das auf meinem NPC-Bogen nicht drauf. In den Bauch. In den Bauch. Das ist zumindest der wenige Schaden. 8 und 11 im Bauch habe ich Rüstschutz von 4. 19 minus 18, 11 schon, ja, nur 11 Treffer, Schadenspunkte. Hattest du deinen Balsamring schon benutzt? Das hattest du ja gesagt? Ja. War es trotzdem nur 19 Lebenspunkte? Ich habe jetzt 34 noch. Kriege 11 abgezogen. Ich meine, das meine ich mit 19 minus 18, 11. Okay, dann habe ich meine Piraten geschossen. Und auch die Ballestrinas lassen sie dann später in der freien Aktion fallen. Die gehen also auch kaputt. Raphim ist gelaufen. Abelmir ist da. Ich würde jetzt einen Blitzig finden, ob die 4 wirken. Ich sehe alle 4, oder? Ich sehe alle 4, ja. Blitzig finde, da ich in Zulentum stehe, muss ich ja die Formel weglassen. Wäre eine plus 7er Schwernis. Wäre halbiert, wäre plus 4. Plus Anzahl, plus 8. Nee, es werden immer alle Erschwernisse zusammen addiert und ganz am Ende halbiert. Ja, ich rede erst von den Grunderschwernissen. Also die Technik, veränderte Technik ist eine plus 7. Halbiert? Nein, halbieren weil, ganz am Ende. Nein, die Stromos werden halbiert. Achso, okay. Varianten werden nicht mit halbiert. Gut. Weil also Varianten dürfen nicht halbiert werden. Genau, also plus 4 für, also plus 7 halbiert plus 4. Gibt die Grunderschwende so. Dann kommt noch plus 4 die Anzahl halt, also plus 8 plus die Magie. Ich würfel einmal auf den Resistenz ist 5. Also plus 13 wäre das dann. Das ist schon sportlich. Ach. Ja. Das hat ja sogar Eldan Gorbas geschafft. Eldan Gorbas war ja auch Großmeister des letztes Ehrenhalber. Also, das ist nur gelungen. Nicht gut, aber es ist gelungen. Das war keine Isarun. Dann geht reicht. Ihre Magieresistenz runter um ZFW, ne? Nein, es geht ihre Inni runter. Sie verlieren jetzt 16 Inni, das ist halt das Heftige. Genau. Für 8 Aktionen verlieren sie ZFW Inni auf und
Sie verlieren auch noch mal ZFP-Punkte. Okay, 1 Punkt auf Attacke Parasis. Sternchen, genau, passt alles genau. Gut. Aber nicht für lange. Das war dein erster Aktion. Acht Aktionen. ZFP halbe Aktion. ZFW, nicht ZFP. Ja, das ist ja das, was den Blitz so OP macht. Haben wir nächste Aktion. Dann muss ich wegrennen. Zur Raffinie. Ja, gut. Hinter Raffinie, das ist sicher. 24. Jemand, das hat noch eine. Richtig, ich habe noch eine. Und die Jungs wissen offensichtlich nicht, wie man richtig schießt. Ich schnellziehe mit meinen zwei freien Aktionen meine Ballestrinas. Schön, und nehme diese beiden ins Visier. Ja, klar, in den Kopf. Nimm die goldene. Lohnt sich gar nicht, die hat weniger Reichweite. Die goldene nur für coole Gegner. So ist es. Und wenn ich mal Rachsucht weiter steigern möchte. Ich schieße auf die und da ich einen sinnvollen Effekt haben möchte, schieße ich auf die Augen. Schieß doch aufs Herz. Ja, aber wenn die da am Fenster stehen, weiß ich nicht. Kriege ich das Herz? Klar. Ja, nee. Nicht aus dieser Entfernung, da mache ich nicht genug Schaden, um eine Wunde zu machen. Und dann bringt mir Herzschuss gar nichts. Also, ich würfel einfach mal und schießt dann schauen wir mal, ob wir rechnen müssen. Auge. Vor allem bei dir. Ja, immer aufs Auge. Leider merken sich Leute nicht, dass ich Leuten immer aufs Auge geschossen habe, weil die Leute das nicht überleben. Immer tot sind, ja, ich weiß. Ja, einer geht daneben. Und die 18 müssen wir aus der Entfernung nicht berechnen, die geht auf jeden Fall daneben. Gut. Und mein Glück behalte ich noch, deswegen mache ich nur einmal Schaden. Ja, das sind 7, Wundschwelle minus 2. Ins Auge. Ist das eine zweite Wunde? Ja, wahrscheinlich, ne? Wie viel Schaden macht der? 7. 7? Minus 2 Wundschwelle, also bräuchten sie eine 9er Wundschwelle. Eine Wunde. Ja. Und dann die Autowunde. Und wegen. Genau. Die Autowunde deswegen. Das heißt, verliert 4 Punkte Initiative und 4W6. Sofern er denn die Selbstbeherrschungsprobe nicht schafft. Ja, also seine Selbstbeherrschung, ist das auch erschwert, um den Blitz dich finden? Er ist halt eh schon blind. Das ist halt, jetzt, erst ist es hell, jetzt ist es dunkel. Nö, Blitz dich finden macht doch eigentlich nichts. Ne, genau, macht nur keine Selbstbeherrschungsprobe weiter. Sie ja, hat nichts mehr. Es ist eine super seltsame Disconnect zwischen dem, was der Zauber angeblich macht und dem, was er wirklich macht. Ja, von. Den fragst einfach nicht so hart. Es ist ein Einflusszauber. So, über die Schiene. Also von, soll ich noch einen auf 1 packen? Das ist eine angeschlagene. Zustand, 2 Wunden. Ja, der wird jetzt sowieso gleich von euch gegrillt, aber okay, dann ist das der eine mit auf der 1. Dann 24 durch, 27 Zulamin. Ich denke, Zulamin rennt einfach bis zur Tür. Sie kommt bis zur Tür und ich habe die Befürchtung, also wir wissen ja nicht, ob das Gebäude auf der Rückseite noch eine Tür hat. Im Tempel oder von der Taverne? Von der Taverne, okay. Hätte auch sein können, dass du jetzt in den Tempel reinläufst. Genau, ich komme genau bis zur Tür. Nicht, dass die jetzt durch den Hintereingang abhauen, weil dann haben wir ein größeres Problem, wenn die zum Ritualplatz laufen. Da sind auf alle Fälle Fenster und so wie das Mobiliar aussieht, hätte es auch sein können, dass das schon mehrfach wieder repariert worden ist. Also auch die Fenster könnte man durchspringen quasi. Bist du in der Tür drin, dann war's das. Nächste Kampfrunde. Wir beginnen bei dem Piraten, der blind ist. Er hat seine Ballastrina schon fallen gelassen. Er zieht jetzt seine Waffe. Und das ist ein Entermesser, ne? Ja, das ist ein Entermesser. Und hockt sich hinter die Scheibe. Die hocken sich jetzt alle hinter die Scheibe, weil die sind alle blind. Zustand, verschiedenes. Kriechend, liegend, kriechend. Also die hocken sich jetzt hinter die Fenster, damit sie selber nicht von Diamantes abgeschossen werden. Jetzt hat mir der Blitz, ich finde, meine Schießerei versaut. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Aber die können, 1, ehrlich gesagt, noch mittelmäßig gut kämpfen, auch wenn die blind sind. Also nur. Ja gut, der auf der 1 ja, sowieso ist nicht, aber ja, sie haben halt noch eine Parade übrig. Die Parade okay. Haben sie noch übrig, ach, aber ja, die laufen da jetzt nicht raus. Meine Schüsse kosten mich ab jetzt sowieso Rachsucht, also ist okay. Mira. Mira stürmt weiter. Kann Mira durch die Schritt. Ja klar, die kann durch die Fenster, aber erst nächste Runde. Mira ist jetzt zum Sprung an. Meinetwegen kann die sogar durch die Taverne springen. Ja, das ist mein Ziel. 13, Serpentilio. Serpentilio, nachdem man sich einen Moment lang orientiert hat, wo überhaupt der Karakil ist.
hebt er den Stab hoch, richtet ihn auf ihn und fängt an, leise murmelnd, mittlerweile ja wieder hörbar, die Beherrschung zu übernehmen. Ey! Du warst immer hörbar, nachdem Abel mir da weg... Also du hast auch den Karakil gehört. Oh, das ist eine mir neue Information, dass man den hören konnte. Okay, das kam hier nicht an. Ja, das habe ich auch gar nicht gesagt, weil mein Fokus nicht auf dir war. Ja, aber klar. Du hast den gehört, die anderen nicht, weil die waren in der Stille, Babbel. In dem Fall weiß Serventino natürlich, wo er ist und was es ist, was ihm vermutlich ist, leichter macht, ihn jetzt anzupalen. Ich muss innerhalb von 13 Schritt zu ihm sein. Das sollte passen. Dann musst du den nicht sehen? Ist das nicht erforderlich? Well, ich kann dir nochmal aus dem BDZ vorlesen. Freie Aktion, zwei Schritte in seine Richtung. Also wenn du schon zwei Aktionen gehört hast, dann kannst du auf jeden Fall vier freie Schritt gemacht haben. Um die Herrschaft über den Dämon des anderen Beschwörers zu übernehmen, muss man selbst Kenntnis des Beschwörungszaubers besitzen oder Paktierer sein und sich in einer Entfernung von maximal 13 Schritt befinden. Ja, dann bist du zwei freie Aktionen letztes Mal gegangen, das gestehe ich dir zu, auch wenn du nichts getan hast. Und jetzt nochmal zwei freie Aktionen Schritt und dann kannst du ohne Sichtlinie auch den Karakil orten. Machen wir das eine Schärfeprobe Gehör? Sure. Hast du Gehör, irgendwas? Nein. Meine Sinne sind vollständig meine eigenen, im Gegensatz zu dreckigen Paktierern. Sorry, Mann. 7, ja, soll mir genügen. Dann, ich denke tatsächlich, Serpentino duckt sich irgendwie in den Durchgang zum Tempel, in dass er so halb drinne steht. Weil hier fliegen gerade einige Bolzen durch die Gegend. Durch ein Fenster kannst du ihn dann sehen. Auch. Und das wird 3 Aktionen dauern. Wir sprechen also nächste Runde fürs Würfelwürfeln nochmal, ja? So, nach der 13, 16, 19 Mendarion, der klettert. Der hat er weigert sich hereinzugehen. Er hat die Selbstbeherrschung nicht geschafft. Also er hat gerade in beiden Armen, also mit beiden Armen die Harfe umschlungen und sucht gerade, hier so ein Pfeiler oder so, nicht wahr? Ja, genau. Sucht gerade da hinter Deckung, denn die scheinen keine Bedrohung mehr zu sein da drin. Er hat das ja erfasst mit seinen Elfensinnen innerhalb von 0,3 Sekunden. Und deswegen versucht er jetzt gerade irgendwie sich an der Harfe und vor allem an seinen eigenen Sinnen erstmal zu Rande zu halten. Ja, wollte sich gerade so ein bisschen auch abstürzen an diesem Pfeiler. Da fällt ja auf, dass das wohl ein gewundener und gedrehter Tentakel ist, an dem man sich doch lieber nicht festhält. Ja, weil er unnatürlich aussieht. Vielleicht ist das nur ein versteinerter Tentakel, also nicht nur aus Stein, sondern irgendwie schwarzes Protofleisch von einem Dämon oder so vor Jahrtausenden zurückgelassen. Da sollte man sich also nicht festhalten. Ja, dann fällt er wieder halb auf die Schulter auf die andere Seite, rollt sich dann zusammen, bis er dann mit dem Rücken noch an der Tempelwand drückt und dann schiebt nochmal um die Ecke, wie es nun eigentlich den Piraten ergeht. Aber wenn er sieht, die sind nicht mehr da, dann fühlt er sich hier eigentlich relativ gut. Denn ansonsten würde er jetzt anfangen zu schießen. 21 Raffin. Ich möchte es dem Bären gleich tun und durch das Fenster klettern. Oder durch das Fenster springen, durch die Wand, wie auch immer. Ja, da kommst du einfach durch. Möchte sich noch bewegen? Ich weiß nicht, wie viel Aktion das braucht. Ob das alles braucht. Im Prinzip würde ich dir die halbe Geschwindigkeit für das Fenster abziehen. Okay, warte mal. Dann müsste ich noch ein bisschen ungefähr bis hier laufen. Also das Holz ist halt wirklich schimmelig und morsch und modern. Dementsprechend, du kannst da quasi durchgehen, sag ich mal. Dann stehst du hinter dem Tresen. Den kannst du auch umkicken, wenn du willst. Also das ist halt nicht der richtige Tresen, sondern halt so ein schimmliger, gammliger Tisch. Und vielleicht trinkt man hier mal noch mal ein Bier. Du siehst von den Piraten nichts. Abelmir, vor deinem geistigen Auge kannst du erkennen, Rafim verschwindet wohl gerade. Du siehst plötzlich Kiaras auftauchen. Er hat ein großes Bündel, ein blau zuckenden Teilfragment in seinen Armen. Und wenn du dich umdrehst vor deinem geistigen Auge, kannst du sehen, dass Serpentilio wohl gerade in den Tempel verschwindet und über ihm siehst du hunderte von, das sind keine Fledermäuse, das sind Lederschwingen. Ich schüttel meinen Kopf, um diese Vision abzuschütteln oder diese Halluzination und schau mich noch um. Würfel mal eine Mutprobe plus 3. Okay. Schützt so ein bisschen diese Vision oder dieses Nachbild ab oder versuchst es und plötzlich schmerzt dein Ring an deinem Finger. Du blickst zu dem Brunnen und siehst da wohl diesen fetten, aufgedunsenen, weißen Magier liegen, dem du den Ring abgenommen hast, damals vor vielen, vielen Jahren. Du bist tot, du existierst nicht und ich renne Sulamin nach. Ja, dann nach innen, auf dieser Seite, also nicht Rafim, folgen durch das Glas
sondern so wie ein Gentleman es eben tut, durch die normale Tür. Und auch du kannst die Piraten nicht sehen. Müssen da wohl noch irgendwo sein. Du weißt auf alle Fälle, dass du mit dem Blitz getroffen hast. Weit können sie nicht gekommen sein. Nach der 21, 24, Diamantis. Ich werde mich bewegen und gleichzeitig meine Balestrina neu laden. Das funktioniert natürlich nach Regelsystem nicht gleichzeitig. Balestrina neu laden dauert 3 Aktionen und bewegen dahin mit freien Aktionen würde 1 Aktion brauchen. Das heißt, in 2 Kampfrunden wäre ich hier. Gut, dann 27 Tsunami. Wie schaut das mit Sturmangriff um die Ecke aus? Ist das unplausibel? Technisch oder? Gesehen musst du in der Lage sein, 4 Schritt vorher zu laufen. Ja, was du davor mit der Rest der Bewegung machst, sollte eigentlich wurscht sein, auch wenn es wenig Sinn ergibt. Nee, würde ich nicht erlauben. Nicht bei einer 90-Grad-Kurve. Wenn du irgendwie eine Wendeltreppe nach oben stürmst, dann ja, aber nicht bei einer 90-Grad-Kurve. Ich bin dabei, Frosty, das ist irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Also, ja halt genau deswegen frage ich auch. Es gibt halt keine Beschleunigung oder sowas, du bist halt direkt auf deiner Geschwindigkeit. Aber musst eine Aktion Position machen und danach darfst du dann ihn einmal oder zweimal hauen. Ich meine, ich schätze, man könnte sich irgendwie an diesem Pfeiler einhaken und den Impuls um die Ecke mitnehmen. Also aber dafür bräuchtest du auch eine Hand frei und ach, lass gar nicht erst drüber technisch nachdenken. Gesehen kannst du bis da laufen und dann nach hier laufen. Das ist genau derselbe Bullshit, wenn wir Frosty angucken würden und sagen, wirklich? Wenn er wieder macht, er macht einen Schritt an die Seite. Oh, er macht einen Schritt an die Seite. Oh, er macht das. Auf dieses Level lassen wir es nicht herab. Ich mach das nicht bei euch, dementsprechend macht ihr das jetzt nicht bei meinen. Die sind sowieso schon bestraft genug. Darauf werden wir uns einig. Komm, Dann mache ich eine ganz normale Bewegen-Aktion. Ich komme mit den neuen nah genug an ihn dran. Dann bin ich hier in der Ecke, denke ich. Und ja, dann habe ich die 4er Erschwernis, weil ich mich bewegt habe. Und ja, mache noch einen 2er Wuchtschlag drauf und würfle dann mit einer Plus. Bin ich in seinem Rücken? Weil er liegt, gibt es eine Erleichterung. Du bist in seiner Seite, weil er am Rücken zur Fensterwand steht. So, das heißt, es ist eine minus 3 Erleichterung für die Seite. Und dann ist er hockende Position, beziehungsweise kniend, regeltechnisch. Das heißt, ich habe eine 1er Erschwernis, dann mache ich noch eine 5er Ansage dazu. Dann sind wir wieder bei plus 6. Möchte er sich fallen lassen, ausweichen, was auch immer? Parieren. Er darf parieren, er tut es. Also es ist halt blindes Parieren, aber er hat es einmal geschafft, ja. Mhm, gut. Dann waren das jetzt 2 Aktionen und von denen kommt aber nichts mehr, weil meine Ini ist ja höher. Nee. Kniend. Kniend und mit dem Blitz, ich finde, hat er es genau nicht geschafft. Okay, gut. Dann kriegt er Schaden. Schaden ist plus 5, das heißt, das sind 18. 18 in? Mal gucken. Das sind auf alle Fälle schon mal 2 Wunden mindestens. Bauch. Also Bauch, Nieren oder so. Ja, 2W6 Zusatz. Stichst ihm die Spitze deines Säbels mit aller Eleganz in die Nieren. Drehst einmal und ziehst wieder raus. Er stöhnt auf. Dann durftest du quasi nochmal. Er hat keine Parade mehr. Ja, mache ich auch wieder mit der plus 6. Das sind 16. 16. Ja, dann ist er tot. Wohin?